Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Und bevor es weitergeht hier mit der Erkundung dieser siebten Ebene, haben wir die nicht so häufig in diesem Spiel vorkommende Aufgabe, dass wir hier die Level wieder erhöhen können. Auf Level 8 sind dann alle. Und wir fangen wie immer mit Vali an. Und tja, Vali ist natürlich unser Mechaniker, deswegen ist hier die Wahl einfach. Hier gehen wir auf Mechanik. So, dann können wir einen weiteren Stufe 4 Zauber auswählen und ich glaube, ich wähle Eisenhaut. Der hält bis zu 10 Angriffe aus und macht eine deutlich plus 8 Schadensreduktion. Das ist schon eine nette Sache und wir sehen ja, Vali kommt hier doch ziemlich häufig in Bedrängnis. Insofern ist das ganz in Ordnung. So, und dann nehmen wir hier ein Klassentalent. Arkaner Schleier gefällt mir ganz gut. Zweimal pro Ruhephase bringt plus 50 Abwehr auch nochmal für 15 Sekunden. Ja, das ist schon ganz in Ordnung. Abwehr ist ja gegen sozusagen mechanische Angriffe, Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Also da können wir uns auch nochmal verschleiern, schützen. Erledigt das Ganze. Gut, dann ist jetzt Eder dran, unser Bollwerk. Leider kann ich hier im Moment Athletik nicht weiter erhöhen. Deswegen, naja, dann gehen wir nur 2 aus, sparen den Rest. Erhöhen wir ein bisschen Überleben und gehen mal weiter. Und hier gibt es noch eine Klassentalentbonus Niederstrecken. Da kann ich einmal mehr niederstrecken. Aber so richtig überzeugt finde ich, bin ich davon nicht. Ich glaube, ich gehe hier eher auf Defensiv und mache mentale Festung. Stärkt die Verteidigung gegen Wirkung, bezaubert, verwirrt, beherrscht, verängstigt und geschockt. Das erscheint mir doch gerade für ihn sinnvoll. Wichtig ist, dass er nämlich gegen solche Sachen dann möglichst immun ist, wenn er vorne gegen die vielen Gegnerhorden dort angeht. So, Palegina. Tja, Palegina ist auch so ein Mischmasch. Wir steigern mal hier einfach Athletik weiter. Haben wir eben 2, die top athletisch sind. Größeres Handauflegen wäre möglich, aber das habe ich bisher auch selten genommen. Ich glaube, ich werde hier noch einmal Stellung halten nehmen. Damit bindet sie einen Feind mehr und das können wir vorne durchaus gebrauchen jetzt, wo offenbar tja, immer ganz schön viele Gegner kommen können. Ist das, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich. Wobei sie auch ziemlich viel Schaden nimmt, das ist auch noch so ein Problem. Müsste man auch mal gucken, ob wir ihr eine bessere Ausrüstung an die Hand geben. Aber erstmal Sagani. Sagani ist hier unser Heimlichtouren. Aber da können wir auch nicht weiter steigen, weil wir die 8 Punkte nicht haben. Ich könnte alles ansparen, aber wir geben mal 2 Punkte aus für Überleben. Den Rest müsste trotzdem reichen für das nächste Mal. Und hier sind auch noch 3 Klassenfähigkeiten. Da Klassentalente, die insbesondere das Zusammenspiel mit dem Gefährten stärken. Aber ich glaube, ich gehe doch lieber auf Schütze. Das bringt immerhin plus 20% Nachladegeschwindigkeit. Was sehr Feines, wie ich finde auch. Gut, dann haben wir auch Sagani. Dann kommt jetzt Durance. Und Durance, da werden wir das Wissen erhöhen. Und den Rest sparen wir auf. Und dann habe ich gesehen, es gibt hier inspirierende Flamme. Das erhöht erstmal plus 10 Genauigkeit, Schwert und Arkebuse. Das finde ich schon ziemlich gut. Und außerdem können wir noch Explosion der Sommerflamme zaubern. Was leider nicht gegen Ziel, sondern gegen alle Brennen bringt. Aber es hat eine schnelle Geschwindigkeit. Das heißt, man kann sehr schnell am Spiel, am Kampfbeginn diese Sache zaubern. Das gefällt mir. Okay. Das war Durance und jetzt kommt auch noch Kana. Tja, hier, der hat so ein unglaubliches Wissen angehäuft. Das können wir jetzt gar nicht toppen. Wir werden... Tja, was machen wir? Nee, wir sparen, glaube ich, alles auf, um damit er die nächste Wissensstufe kriegt. Oder wir erhöhen einmal Überleben. Das klappt dann trotzdem noch. Okay, dann wähle ich hier eine neue Gesang, neue Beschwörung.
Beim Klang seiner Stimme versteiften die Mörder vor Kälte. Das bringt Unterbrechung. Und vor allem, nee, hier, Unterbrechung ist klar, nee, vor allem gelähmt. Für 10,8 Sekunden, das ist glaube ich auch nicht schlecht. Und dann können wir hier ein Klassentalent nehmen, geliebte Geister. Das verbessert nochmal diese Fähigkeit, die er hat. Uralte Erinnerungen, die laufend immer alle Sekunde oder keine Ahnung, plus eine kleine Zahl, plus 0,5 oder plus 1 Ausdauer bringt. Das wird nochmal erhöht. Auch das finde ich gut. Und damit haben wir es geschafft. Ja, den neuen Gesang von Kana, das muss ich dann mal extra machen. Das mache ich jetzt nicht. Wir speichern mal sicherheitshalber ab, falls hier noch was passieren sollte. Und gehen dann... Ach ne, wir müssen mal die Waffen wieder wechseln. Hier wieder auf die Pistolen. Und das andere kann eigentlich so bleiben. Aber ich glaube, ich gebe... Kana macht jetzt mal das Feldlazarett auf Paligina. Gut. Und dann würde ich sagen, schleichen wir mal weiter in den nächsten Raum, wo wir bestimmt wieder auf Fäule treffen werden. Ja, genau. Diesmal auf Windfäule. Oh, was haben wir hier noch? Ein Schatten. Waren die nicht so widerwärtig, dass sie immer nach vorne kamen? Das könnte sein, ne? Vielleicht kann Itomak mal gegen den Schatten gehen. Hier ist noch ein Schatten. Paligina, kümmert du dich mal da um den? Du vielleicht gegen den. Ach, da ist er schon verschwunden. Gut. Ach, wie ich diese Schatten hasse. Das ist ja widerlich. So, Wally. Die anderen sind aber noch... Okay. Was machen wir? Wir machen mal hier erstmal einen arkanen Angriff rein. Und bei Schatten muss ich jetzt echt nochmal gucken. Schatten gleich zweimal drin. Besiegt 30, besiegt 8. Wie kommt das denn? Gibt es zwei verschiedene Schatten. Die sind gegen Brennen. Gegen Brennen empfindlich. Dann, na, machen wir erstmal den arkanen Angriff. Das passt schon ganz gut. Aber der hat überhaupt nicht gewirkt, oder was ist das? Haben wir den falsch gesetzt? Die haben ja noch keinen Schaden bekommen. Der ist leicht verletzt. Dann machen wir jetzt verbrennende Wunden. Okay. Ja. Was ist mit Sagani? Wo läuft die hin? Bitte bleibt doch mal hier. Wahrscheinlich, weil der arme Itomak hier völlig eingebettet ist. Tja. Die stehen aber auch alle wirklich ein bisschen blöd. Vielleicht sollten wir sie mal ein bisschen in den Raum holen. Ja, jetzt kann Wally auch seine verbrennenden Wunden zaubern. Lohnt sich das überhaupt noch? Ne, der ist dem Tode nahe. Können wir das noch abbrechen? Komm, brech das nochmal ab. Mach das bitte auf den hier. Ach, die sind alle schwer verletzt. Nö, dann machen wir das gar nicht. Dann machen wir einfach nur einen arkanen Angriff hier. Jawohl. Sehr schön. Ups, was war das? Achso, das war wirklich was Positives. Mensch, ihr sollt da nicht abhauen. Kommt hier hinten hin. Nur weil ihr da nicht reinkommt. Ach, hier unten ist auch noch einer. Hier unten ist auch noch einer. Der jetzt hier hingekommen ist. So, Itomak hat keine Ausdauer. Das ist aber egal. Ja, müssen wir hier mit irgendwas Besonderem eingreifen? Leicht verletzt, dem Tode nahe. Tja, dann machen wir nochmal. Jetzt machen wir... verbrennende Wunden. Okay. Gut, ein Skelett ist wieder tot und der Schatten
Der fällt aber auch. Ja, wunderbar. Das haben wir doch gut hingekriegt. Sehr schön. Haben zwar ein paar Zauber gebraucht. Aber klar, das gehört ja auch dazu. Und wieder schleichen. Was haben wir hier? Schon wieder diese Fragmente und schon wieder sind dort Skelette, die dort runterhängen. Diese Gravuren, bleibt weg. So etwas Ähnliches, ja. Gab es Experimente? Gott, was haben die Invitane hier bloß angestellt? Hä, schleichen wir? Kommt mir irgendwie so lang, so schnell vor. Ja, jetzt schleichen wir erst. Wir sind gar nicht geschlichen. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal hier dieses Skelett an. Da ist nur Geld dabei. Und hier ist eine Kiste. Oh, und ein Regenprisma. Und ein alter Kupferschlüssel. Na, wer sagt's denn? Das werden wir vermutlich gebrauchen können. Naja, geht. Hat er den jetzt? Ja, hat er. Questgegenstand. Vermutlich sind das Dinge, die man jetzt hier in diese Formen legen muss. Ich vermute, das sind jetzt vier elementare Räume, Feuer und so weiter. Na, ihr wisst schon, was da kommen wird. Insofern kann man jetzt auch schon ahnen, was da jetzt für Gegner mehr kommen werden. Und wir müssen einfach diese vier Teile finden, um irgendwas zu aktivieren. Das wird das Interessante dann sein, was wir da aktivieren müssen. Insofern können wir jetzt auch in diesen Raum da oben gehen. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, der Erdraum oder so. Dann ist nämlich klar, dass das jetzt nicht was irgendwie extrem Besonderes ist. Was man jetzt erstmal vermeiden muss. Tatsächlich, Erdfäule, habe ich es doch gesagt. Okay, dann hinein mit euch. Erstmal nur einer. Der nächste kommt von da hinten. Aber wir können uns ja mal lustig konzentrieren. Der ist auch schon weg. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt darüber. Das gefällt mir gut. Oh, da kommen noch mehr. Na gut. Aber die stehen da schön. Die sind auch langsam. Da machen wir erstmal einen Arkanangriff da rein. Okay, und es geht schon zum nächsten. Bunny, hast du den gemacht? Oder kommst du wieder nicht vorbei? So, jetzt. Jawohl. Sehr gut. Und noch einen. Gut. Die sind irgendwie kein Problem. Da hatte ich das Gefühl, dass die Feuer und was weiß ich für Fäule, dass die schwieriger waren. Sehr schön. So, und auch hier ist dieses komische Ding. Auf der Oberseite dieses merkwürdigen Sockels eine runde Mulde, ja. Diese Maschinen, sie schufen Zerstörung. Das kann ich mir vorstellen. Und wir haben hier wieder eine Fliese. Oh ja. Mit einer Flammenwand sogar. Und eine kleine Kiste. Wenn nicht da das nächste Teil drin ist, würde mich das sehr wundern. Ja, tatsächlich. Windprisma. Haben wir es genommen? Ja. Gut, jetzt müssen wir nur die richtigen Teile zusammensammeln. Wind und Regen haben wir. Regen ist Wasser, Wind ist Luft. Brauchen wir noch diese hier. Ich hoffe mal, das sind dann auch die jeweils passenden. Theoretisch könnten es natürlich auch die gegenteiligen sein, die gesucht werden. Und außerdem weiß ich noch gar nicht, wie wir die dann überhaupt dort richtig platzieren. Können wir die dann aus dem Inventar wieder rausnehmen? Ich glaube, Questgegenstände kann man jederzeit aus dem Lager holen. Ich bin nicht ganz sicher. Mal gucken. Wir speichern mal und gehen weiter voran. Ja, da ist der nächste Raum. Oder, ach nee, das ist wahrscheinlich kein so ein Kultraum, kein Elementarraum. Da lagert wahrscheinlich nur wieder was. Oder wir kommen da einfach zum nächsten dann hin. Aha. Hier haben wir Regenfäule.
Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, Itomak rechts, Eder in der Mitte und ihr hierhin. Sehr schön. Und die anderen greift ihr jetzt automatisch an? Naja, Vali macht erstmal einen Arkanangriff. Osagani ist betäubt. Na sowas. Aber die sind auch schon schwer verletzt. Das ist okay. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Der Hund läuft. Der Hund, sage ich mal, der Fuchs, der Eisfuchs läuft gleich weiter. Die sind auch dran. Sehr schön. Vali hat nichts zu tun. Greift mal hier ein bisschen mit an. Okay. Das war die Windfäule. Und hier sind dann vermutlich die. Ups, wir haben noch einen Gegner. Da ist der nächste Raum, ganz sicher. Und hier oben ist vielleicht noch einer. Oder hier, nee, hier unten. Wir müssen hier lang. Ganz klar. So, aber dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Oh, eine Feuerfäule kommt auch gleich an. Aber die haben wir schnell erledigt. Da, über der Tür. Aufseher Gabranos. Wir haben es gefunden. Ach, sind wir tatsächlich schon hier? Okay. Na, Kana, jetzt sei nicht so voreilig. Wir müssen hier erstmal noch diese komischen Fäulen besiegen. Vali, bitte Arcana-Angriff. Jawohl. Sehr schön. Tja, mit dem Kupferschlüssel kommen wir da schon rein. Ist es wirklich hier schon das, was Kana erwartet hat? Das wäre ein Ding. Ich dachte, wir müssten noch länger suchen. Aber wir gehen erstmal die Räume noch weiter ab. Als nächstes, das scheint hier der Winterraum zu sein. Oh ja. Diese blöden Blitze. Oh, verdammt. Hier wird es unangenehm. Hier wird es unangenehm. Mal gucken. Aber irgendwie haben wir die trotzdem ganz gut wegbekommen, habe ich das Gefühl. Aber hier sind. Verdammt, hier sind Geister. Hier sind Geister und die können Ärger machen, weil sie Leute binden, die nicht gebunden werden sollen. Zum Beispiel Kana und auch noch Vali. Das ist unangenehm. Wir probieren mal, ob ein Zauberbuch-Slam auch gegen einen Geist funktioniert. Jawohl. Da kann er sich erstmal hier so ein bisschen aus der Affäre ziehen und die greifen mal bitte hier den an. Vali geht mal vorbei, aber er kann nicht. Was ist mit Vali los? Vali ist betäubt. Wie ärgerlich. Und jetzt ist er auch noch gebunden wieder. Puh! Doof. Müssen wir uns hier tatsächlich ein bisschen mehr anstrengen. Abwehr bringt jetzt hier nicht. Arcana-Dämpfe auch nicht. Wir könnten jetzt mal unseren neuen Zauber ausprobieren, die Eisenhaut. Das wäre es doch erstmal jetzt. Okay, jetzt haben wir Eisenhaut. Leider sehen wir das nicht. Und jetzt nehmen wir mal Konzelhauts Parasitenstab in die Hand und schlagen zu. Ja, und machen auch richtig schön Schaden und kriegen auch Ausdauer zurück. Das ist soweit okay. Aber Kana, um den mache ich mir richtig Sorgen. Der muss mal die Axt jetzt in die Hand nehmen. Und der Geist ist auch erst leicht verletzt. Ich hoffe, die beiden helfen ordentlich hier. Sagani ist auch schon angeschlagen. Uiuiui. Wir hauen mal hier bei uns einen Arcana-Angriff rein. Der ist jetzt betäubt. Wir? Ist Vali betäubt, benommen, verängstigt? Was geht hier los?
Arcana, hat niedrige Ausdauer. Uiuiuiuiuiui. Aber der Geist ist auch schon schwer verletzt. Durance, eigentlich müsstest du jetzt mal dringend... Oh ja, du hast ja auch schon hier viel verbraucht. Aber wir brauchen eine leichte Wiederherstellung der Ausdauer. Ja, das hat gut geklappt. Ist eigentlich das jetzt... Ja, man kann tatsächlich... Eigentlich ist das schön gemacht. Man kann tatsächlich immer manuell eingreifen und trotzdem bleiben die bei ihren Sachen. Das finde ich super gut eigentlich. So, Wally. Verletzt dem Tode nahe. Und ihr anderen, was macht ihr hier? Okay, der Eder hilft jetzt ein bisschen. Kana hat niedrige Ausdauer, das wissen wir. Ja, jetzt ist der Geist da hinten erstmal erledigt. Kana ist leider hier vorne immer noch gebunden. Das ist ungünstig. Aber ich hoffe, Eder hält jetzt. Hilft jetzt da ein bisschen. Schwer verletzt. Puh, was für ein heftiger Kampf hier nochmal wartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, in der Zwischenzeit lief es doch ziemlich rund eigentlich. Was haben wir hier? Itomak hat niedrige Ausdauer, das ist nicht so schlimm. So, Kana kann jetzt wieder auf die Pistole wechseln und schießt jetzt mal dort lang. Wally, was machen wir mit Wally? Wally macht jetzt einfach mal Minoletta. Mal gucken, ob das gegen die auch funktioniert. Ja, funktioniert zum Teil, sagen wir mal zum Teil. Nur leicht verletzt. Palegina geht's auch nicht so gut. Ich glaube, jetzt musst du uns nochmal eine Wiederherstellung machen. Und Fali, wir müssen jetzt ein bisschen was rausholen. Vielleicht gucke ich doch mal Windfäule. Was es dazu zu sagen gibt. Brennen. Auch brennen. Dann könnte ich jetzt auf jeden Fall den berühmten Feuerstrahl mal wieder rausholen. Jetzt ist doch die Zeit dafür. Ja. Leider stellt sich Kana da so ein bisschen in die Mitte rein. Ich weiß nicht, ob er noch was abbekommen hat. Aber so ist das. Okay. Die haben wir erwischt. Jetzt sind nur noch zwei da. Der ist auch hinüber. Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Puh, liebe Freunde. Das war noch relativ mühsam und ich glaube, die nächste Rast ist erstmal angesagt. Bevor wir hier irgendwie weitermachen. Und bevor wir das vergessen, glaube ich, machen wir das direkt mal jetzt. Dann können wir nächstes Mal frisch starten. Also wir rasten hier in diesem Windraum, entfachen wir ein Feuer und sind wieder gut ausgerüstet. Naja, das sowieso. Ich meine gut ausgeruht eigentlich und können das nächste Mal weitermachen. Und wir sind offenbar hier an einer ganz entscheidenden Stelle, denn möglicherweise ist hier diese Bibliothek, auf die Kana so lange gewartet hat. Also, wir können gespannt sein. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwald.